Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Master of Orion Conquer the Stars mit dem Mr. Merp. Und ihr seid sicherlich verwundert, warum sind wir hier im Titelbildschirm und nicht mitten im Spiel. Das liegt daran, dass wir einen größeren Patch erhalten haben. Und zwar einen, der das Spiel so nachhaltig verändert, dass ich gezwungen bin, erstens euch darauf hinzuweisen, was sich alles verändert und zweitens, neu anzufangen. Genau deswegen, weil sich so vieles verändert hat. Ich weiß jetzt momentan gar nicht, ob das alte Spiel, das wir angefangen haben, also alt ist es ja eigentlich gar nicht, sondern es ist halt einfach nur nicht neu genug, mit den Alkari so weiter fortgeführt werden kann. Weil, oder... Ja, wie soll ich sagen, man sollte es auch nicht wirklich weiter fortführen. Denn es hat sich so vieles geändert. Teilweise grundlegende Mechaniken im Spiel haben sich geändert, sodass wir dringend neu anfangen müssen, weil ansonsten können wir uns diese Änderungen im laufenden Spiel gar nicht anschauen, sie gar nicht näher erfahren. Aber bevor ich zu viel rumlabere, möchte ich euch einfach mal so ganz, ganz kurz einen Überblick geben, was sich erstmal geändert hat. Zunächst einmal die Highlights haben, also was sich wirklich geändert hat, ist, es gibt jetzt Mod-Support für den Singleplayer. Den werden wir jetzt erstmal noch nicht ausprobieren, denn ich glaube, die Mods dafür müssen sich jetzt erstmal entwickeln. Und ich hoffe, es wird auch welche geben und dann werden wir uns auch mal welche dazu anschauen. Dann, was sich allerdings ganz, ganz massiv geändert hat und von dem her, was ich gelesen habe, macht mir das auch jetzt schon Sorgen, weil wir das komplett neu herausfinden müssen. Und damit gilt auch mein Tutorial für Verschmutzung, das ich ja mal vor Ewigkeiten gemacht habe, nicht mehr, weil es kann nicht mehr gelten. Das funktioniert wahrscheinlich jetzt einfach gar nicht mehr. Ja, die Verschmutzungsmechaniken haben sich geändert. Und zwar könnt ihr euch das jetzt folgendermaßen vorstellen. Verschmutzung war ja bisher immer ein Faktor, der aus der Produktion der Bevölkerung heraus resultiert. Also umso höher die Produktion, desto höher auch die Verschmutzung. Und dann konnte man das mit der Zeit irgendwann wieder abbauen. Das stimmt und geht jetzt so nicht mehr. Man kann die Verschmutzung selber nicht mehr einfach mal so abbauen durch diesen einen Skill oder diese eine Fähigkeit, die man dann auf dem Planeten anwenden konnte. Geht nicht mehr. Dafür wurden einige der Gebäude, vor allem der, der Core Waste Dump, also der Kernmülleimer, sage ich jetzt mal, ich weiß gerade eben nicht, wie auf Deutsch heißt, der wurde etwas verbessert. Darüber hinaus wird jetzt Verschmutzung nicht mehr nur durch Produktion, sondern auch durch die Population, also die Anzahl der Menschen per se auf einem Planeten erhöht. Also du machst jetzt mehr Müll, wenn du mehr Bevölkerung hast. Und diese Verschmutzung hat einen komplett neuen Einfluss auf das Spiel selber. Nämlich, du hast weniger Nahrungsmittelertrag. Wenn dein Planet höhere Verschmutzung hat, hast du weniger Nahrungsmitteloutput, was auf Dauer zu einem echten Problem führt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die anderen Dinge, die erkläre ich euch dann gleich im laufenden Spiel. Wir fangen ein neues Spiel mit den Alkari an. Und da gehe ich jetzt auch gar nicht näher drauf ein. Ich wollte jetzt gerade eben einfach nur den Michael Dornes nicht labern lassen. Es gibt noch weitere Dinge, die sich geändert haben. Es gibt jetzt neue Perks, also für Low- und Hochgeh-Rassen, die, muss hier gerade eben mal 1, 2, 3, 4, 5 hier mal draufgeklickt haben. Ich lasse hier mal das hier alles so, wie das momentan ist. Ich glaube, wir lassen das mit der Haufengalaxie auch bleiben. Ich wollte ja eigentlich erst eine Haufengalaxie, aber wir lassen das jetzt einfach mal. Wobei, wir könnten die Galaxiegröße mal auf groß machen, dann wird es noch ein bisschen cooler. Planetendichte ist übrigens auch neu. Man kann jetzt Planetendichte einstellen nach Stern. Komm, machen wir mal hoch. Wir machen mal eine hohe Planetendichte und gucken mal, was das Spiel der Meinung ist, was es ist. Also das ist auch ein neues Feature, was reingekommen ist, dass man jetzt einstellen kann, dass es mehr oder weniger Planeten pro Stern geben soll. Gibt halt jetzt momentan nur diese drei Optionen, hoch, mittel und gering. Ansonsten wollte ich, glaube ich, noch, wir machen das jetzt genauso wie beim letzten Mal, die Siegtypen. Hier müssen wir dann auch wieder die 1000 Runden einstellen.
Wir machen den technologischen Sieg und den wirtschaftlichen Sieg aus, wie beim letzten Mal auch. Den Punktsieg machen wir auch aus. Das heißt, es gibt entweder nur Sieg über die Diplomatie oder Sieg über den Krieg, sage ich jetzt mal. Denn das sind die Alkari. Bei dieser Logik bleiben wir. Und es gibt noch ein paar andere Dinge, über die wir gleich reden werden, wenn es losgeht. Ja, wie gesagt, es gibt jetzt den neuen Perk für Low- und Hochgeplan-Rassen, aber es gibt jetzt, also aber auch der Skill, und das finde ich unglaublich, weil ich fand das bisher ja eigentlich schon sehr stark. Wir haben ja gerade im ersten Psylonen gespielt, ne? Die Forschungsrate von kreativen Rassen, also den Psylonen, wurde von 25% auf 50% erhöht. Ich hoffe, wir haben keine Psylonen dabei, sonst sind wir im Arsch. Time beyond measure have the honorable Alkari roosted on the craggy peaks of Altair. Through honor and discipline, their proud lineage mastered the skies, and with them, all that which lays below, but their hearts yearn for ever wider horizons. It is time now for the Alkari flock to put their abilities to the ultimate test. To soar beyond their golden clouds and seek out new skylines in the endless wild black yonder. So. Ja, was hat sich noch geändert? Einen bekommen hätten, weshalb ich mich dazu entschlossen habe, das jetzt hier neu anzufangen. Es gibt jetzt winzige Planeten. Ich hatte ja schon mal angesprochen gehabt, dass ich hier diese Darstellung hier oben, weil es ja bisher immer nur vier Planetentypen gab, also gewaltig, groß, Mittel, war in der Mitte hier so ein Loch, Mittel und Klein. Da sind hier immer 5 Punkte gewesen und es war immer so die Frage, ja, warum sind hier 5 Punkte, wenn es so 4 Planetentypen gibt. Jetzt gibt es auch den Planetentyp Winzig. Und den wollen wir natürlich auch gesehen haben. Und jetzt sehen wir hier oben, die Verschmutzung sieht jetzt komplett anders aus. Und ich weiß jetzt schon, dass ich keinen Plan davon habe. Okay, also momentan machen wir minus 18 Verschmutzung hier Runde. Wir müssen mal ganz kurz lesen, was steht da. Steht da irgendwas anderes? Verschmutzung ist das Ergebnis industrieller Abfälle in der Kolonie. Jedes Biom kann eine gewisse Menge an Verschmutzung tolerieren, bevor es sich verschlechtert. Die Aktivitäten durch Industrie und Bevölkerung in der Kolonie können ebenfalls eine Verschmutzung des Bodens verursachen und dadurch die Erzeugung von Nahrung verhindern. Nahrungsstrukturen sind davon nicht betroffen. Also, okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine hydroponische Farm habe, dann bleibt das bei plus 2, aber die Zellen werden halt schlechter. Einige Strukturen können gebaut werden, um die Verschmutzung zu beseitigen und die Umwelt aufrecht zu erhalten. Das, ich muss ganz ehrlich sagen, diese neue Verschmutzungsmechanik könnte eine der einschneidendsten Veränderungen sein, die das Spiel bisher durchgemacht hat. So, wie üblich bauen wir natürlich als allererstes eine Fregatte. Nochmal zwei weitere kleine Änderungen. Die KI soll angeblich verbessert worden sein. Werden wir feststellen, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das für uns dann am Ende darstellen wird. Und was sich ebenfalls... Oh, wir haben ja deutlich mehr Planeten, ja stimmt. Und was sich ebenfalls verbessert haben oder verändert haben soll, ist... das taktische Interface in der Schlacht. Da werden wir sehen, wohin uns das führt. So, wir bleiben natürlich bei meinen Empfehlungen, dass wir als allererstes die Regierung lernen. Wobei, ich gucke nochmal ganz, ganz kurz. Ist da... Genau, da wollen wir wieder hin zur Koloniebasis, so schnell wie es geht. Und irgendetwas wurde geändert. Der Pollution Processor wurde zur molekularen Kompression verschoben. Der war früher irgendwo anders. Jetzt ist er bei der Molekularkomprimierung. Ja, genau, da ist er jetzt. Da ist das Ding. Der Schadstoffaufbereiter, der ist jetzt hier. Der war früher irgendwo anders. Wo genau, weiß ich gerade eben gar nicht. So. Okay, wir haben jetzt hier die Runde schon beendet und wir gucken jetzt natürlich hier fröhlich in die Sonnensysteme hinein. So nah sollt ihr auch nicht ranzoomen. Ich hab mich gefragt, wo das Schiff bleibt. Okay, wie groß ist das? Ist die Galaxis eigentlich? Ja, wie gesagt, sie ist groß. Der Name ist Programm. So, und ich mache mal ganz, ganz kurz mal hier einen kleinen Cut, damit ich nochmal nachlese. Es sind so viele Änderungen, ob ich irgendetwas vergessen habe. So, und da bin ich auch schon wieder. Für euch ging es ja schnell, für mich nicht ganz so schnell. Es gab auch noch Änderungen, also es gibt jetzt neue Cinematics, also neue Videos. Früher gab es ja so Pop-Ups, inzwischen gibt es jetzt also richtige Videos.
wenn man zum Beispiel besiegt wird und so weiter und so fort, was ich sehr, sehr cool finde. Also man sieht, das Spiel entwickelt sich immer noch quasi zu Ende. Man kann jetzt darüber streiten, ob das jetzt so clever war, das Spiel zu releasen, bevor das der Fall gewesen ist. Oh, der Planet ist gar nicht so bescheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss jeder selbst für sich entscheiden. Für mich persönlich ist es relativ irrelevant, aber ich habe natürlich auch Verständnis dafür, wenn der eine oder andere dafür das jetzt nicht so geil fand. Der ist auch gar nicht so scheiße, der Planet. Er ist nicht super, aber er ist nicht so scheiße. Das ist so Rosinenpickerei im All. Und dann soll die KI, wie gesagt, um einiges verbessert worden sein. Also sie soll jetzt irgendwie cleverer darin sein, ihre Schiffe zu bauen. Oder generell Dinge zu bauen. Warte mal. Fliegt da hin? Was ist das? Der ist jetzt toxisch, groß und sehr arm. Der ist jetzt richtig scheiße. Und was haben wir da? Ah, aber der hat eine hohe Gravi. Nein. 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 Ich finde das schlecht für uns. Ja, hohe Gravi ist für uns nicht so geil. Spicker entdeckt. Ach, und jetzt kann ich hier mit dem X das wegmachen. Und da habe ich jetzt natürlich Lack. Okay. Wäre mir sicher gewesen, der greifen wir an. Der hier ist jetzt gering von der Gravität. Und ihr seht jetzt hier, das Klein ist nicht mehr der unterste Punkt. Es ist der zweitunterste Punkt. Ne? Und da bin ich echt gespannt, wohin das jetzt noch führt mit den kleinen Planeten. Also. Und was den taktischen angeht, da müssen wir. Oh, warte mal. Da müssen wir ohnehin noch schauen, wohin das. Der fliegt einfach an uns vorbei. Der greift den Speer gar nicht so zielgerichtet an. The Academy has worked tirelessly on this, Highness. We soar ever higher. Was sich auch geändert haben soll, ist, dass die. Wo haben wir es denn hier? Da, hier. Weltraumerforschung, dass auch einige Animationen von den anderen Imperatoren, also den Herrschern, sollen auch verbessert worden sein. Aber ich glaube, das ist von Anfang jetzt schon mal eine ganze Menge Information. Was kriegen wir da? Arriving at the anomaly, Geld. your fleet Ja, will. in dem Fall lasse ich ihn jetzt hier mal nicht ausreden. Ich habe ihn jetzt schon am Anfang nicht ausreden lassen, jetzt lasse ich ihn auch da nicht ausreden. Kommando übernehmen. Ich möchte das Kolonie. Ah, jetzt kommt das hier wieder. Unterstützendes Kommando, ja. Im Grunde ist es eh egal. Da können wir uns auch gleich mal den taktischen Kampf angucken, was sich da geändert hat, ne? Kommt ja gerade recht. Also das Interface soll sich ja geändert haben. Etwas, was ich auch schon immer sehr, sehr früh kritisiert habe, dass es einfach nicht übersichtlich ist. Wir sehen jetzt gleich was. Okay, no, wir sehen. Wie Sie sehen, sehen Sie erstmal nichts. Aha. Aha, okay. Rechtsklick schaltet Autocast ein, aus. Ist das die Anzahl der Schüsse, die das Ding abgeben kann, oder was wird das? Ich habe nämlich keinen Button 20 auf meiner Tastatur. Das Ding, sehen wir, hat keine Bewaffnung. Also wir können jetzt tatsächlich die einzelnen Bewaffnungen sehen. Und hier sehen wir es auch. Die haben jetzt zum Beispiel der Schrubber. Schmuggelblaster. Was ist denn der Schrubber? Ich weiß, ich habe schon mal drüber gelacht, aber es flasht mich. Laserkanone, Laserkanone. Da sehen wir jetzt auch die einzelnen Reichweiten dieser Waffen. Rechtsklick schaltet irgendetwas frei. Ich glaube, ich starte jetzt einfach mal. So, die schießen jetzt schon, wie wir sehen. Das Ding hat weniger Reichweite. Hat nur 12,5. Das ist aber auch die Abwehrkanone. Ach nee, das ist die Anzahl der Kanonen. Jetzt wird mir es glaubt. Das hier ist die Anzahl der Bewaffnungen, die wir da haben. Wir haben 12 davon, 10 davon. Im Grunde sind es exakt die gleichen. Und davon haben wir 9. Ah, okay. Jetzt müssen wir das natürlich mal mit einer größeren Flotte sehen. Dann, das kann jetzt auch ein bisschen dauern mit der größeren Flotte, aber dann wissen wir da zumindest, mehr. Okay, hier haben wir in der nächsten Runde einen weiteren. Wir haben immer noch minus 18. Das finde ich gut. Dann schmeißen wir jetzt mal das Forschungslabor dazwischen. Moment. Bitte mach das Forschungslabor und aktiviere die Warteschlange.
Der Kollege, der Fregatterich, soll sich bitte dahin zugesellen. Der ist jetzt wieder halb zurück. Ich bin gespannt, wenn wir den ersten winzigen Planeten finden. Der ist jetzt echt nicht schlecht. Der ist echt nicht schlecht. Das ist jetzt ein Schiff oder ein Planet. Mit dem könnte man arbeiten. Moment. Ich werde die nicht sofort besiedeln, aber der Plan... Oh, und die haben auch hier, guckt euch das mal an, die haben hier das Zeichen, so wie es aussieht, geändert. Die haben das Zeichen geändert, meine Damen und Herren. So, dann wollen wir doch mal hier weiter gucken. Der ist jetzt wiederum nicht so geil. Das hier wird jetzt wahrscheinlich wieder ein Gasriese sein, so wie ich meine Pappenheimer kenne. Und du fliegst dahin. Ja, ich wusste es. Das ist ein Gasriese. Dann gehen wir noch dahin, dass wir wissen, was hier ist. Und fliegen weiter. Ich bin echt gespannt, wann uns die Verschmutzung auf die Füße fällt. Das ist ja jetzt wirklich komplett neu. Etwas, wo ich jetzt schon Ehrfurcht davor habe. Wupp. Wieder ein Gasriese. Habe ich beinahe geahnt. Können eigentlich mit dem Ding hier sogar auch noch erkunden gehen. Wir erforschen schließlich noch 5 Runden. So, wir fliegen schon mal dahin dann noch. Was ist das hier? Der ist ziemlich kahl. Auch irgendwie... Okay, es labern erstmal die wieder hier, ihr Ding. You are tuned to GNN, the only network that tells you what you need to know. Bringing it to you live. Galactic News Network, the galaxy's most reputable news source. Okidoki, wir überspringen an der Stelle. Auch wenn es schon fertig ist. Und, was? Galactic News Network. Ein Raumaal. Long-range scanners have detected a gigantic space eel. Lurking in a previously unexplored sector of space. Okay, ein Raumaal. Der Erl, wir haben den Erl gefunden. Da ist er. Ich lasse den Erl mal Erl sein. Und warpe dann danach in diese Richtung weiter. Also ich glaube wirklich, dass das momentan der beste Planet ist, der uns auch nur ansatzweise zur Verfügung steht. Weshalb ich ihn auch definitiv besiedeln werde. So, nächste Runde. Es sind ja nur noch 3 Runden. Deswegen schicke ich jetzt hier die Fregatte. Es ist ja kein Gegner in Sichtweite. Alleine schon mal in die Richtung. Und den Rest lasse ich auch mal fliegen. Was ist das hier? Das ist ein... Das sind alles okay Planeten. So bis jetzt. Die sind alle so ein bisschen okay. Nicht super geil. Aber auch nicht schlecht. So, du sollst natürlich dann dahin fliegen. Der ist sehr reich, klein und Wüste. Ich bin echt gespannt, wie die winzigen Planeten sein werden. Du wartest auch nochmal. Noch 2 Runden musst du überdauern. Dann kannst du hier dir diesen Planeten unter den Nagel reißen. Es sei denn, ich finde jetzt hier noch etwas in absehbarer Nähe, was noch besser ist. So, und wir haben jetzt hier das Forschungslabor abgeschlossen. Wir sehen hier, geht das Wachstum jetzt fröhlich weiter. Und wir bauen nochmal eine Fregatte an der Stelle. Ich vergesse immer, dass man doppelt klicken muss. So, du... Moment. Ja, du wartest nochmal. Und jetzt ist auf jeden Fall dann auch die Koloniebasis fertig. Und da sitzen wohl die Piraten. Der hier ist ein bisschen verstrahlt. Es gibt nur noch eine einzige Sache, die mich davon abhält, sofort zu kolonisieren. Auf der anderen Seite... Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Erstmal müssen wir jetzt das hier machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sofort hier kolonisieren soll. Ach komm. Hauptsache, wir haben den Planeten. Geht ja auch ein bisschen um Zeit, ne? Da landet auch schon wieder
Ich weiß gar nicht, wann ich dieses Video bringe. Eventuell habt ihr dann quasi sozusagen meinen Spott über das Aussehen dieses Raumschiffs gar nicht mitbekommen. Ich habe immer gesagt, das ist unser Darkwing Duck Lander oder sowas in der Art und Weise. Weil er aussieht wie so ein Entenschnabel, was ich sehr, sehr lustig finde. kann gut sein, dass ich deswegen... also, dass wir da jetzt quasi neu angefangen haben. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Stimmt. Da ist ja was. Wir haben ja noch... Wir haben die Fabrik noch gar nicht. Aber wir müssen jetzt was bauen. Das hier könnten wir schon mal anfangen. Oder wir warten einfach, bis das fertig geforscht ist. Wir warten einfach, bis es fertig geforscht ist. Ganz einfach. Ja. Ich tue das hier bloß schon mal rein, weil irgendetwas muss drin sein. Der hier hat zum Beispiel minus 29 Verschmutzung hier Runde. Wahrscheinlich, weil er ozeanisch ist, oder? Okay. Oh, und da kommt der Pirat. Was ist das für einer? Ein Piratenplünderer. Ich glaube, ich möchte da definitiv zurückkehren, bevor mir hier irgendwas auf den Kopf fällt. Whoops. Und was haben wir hier Schönes? Naja, so schön ist es gar nicht. Da ist die Piratenbasis. Die schauen wir uns natürlich an. Und da ist nochmal ein verstrahlter Planet. Also wir gucken uns erstmal jetzt hier fröhlich um. Wupp. Und ich möchte natürlich verhindern, dass der hier gleich irgendwie fröhlich rumbombardiert. Und wir gucken nochmal hier ganz, ganz zum Schluss nochmal den taktischen Kampf uns an. So als letzte Aktion in dieser Folge, denn wir sind schon bei 22 Minuten. Da ist mein Schiffilein. Und ich starte es. Und er fliegt jetzt auch schon los. Moment, was kann ich denn da machen? Ist jetzt ein anderes Zeichen. Aktiviert oder deaktiviert? Das finde ich ganz nett, dass sie das so angezeigt haben. Was kann ich denn jetzt hier so einstellen? Mir fehlt so ein bisschen die Darstellung der Lebens... ich kann jetzt da drauf zentrieren. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn wir mehrere Schiffe haben. Müssen wir in naher Zukunft echt noch machen, aber in dieser Folge schaffen wir das nicht mehr. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.